Hallo und herzlich willkommen zurück bei Arm der Geode. Heute mal wieder unsere wöchentliche Internet-Tipps, wobei diesmal es eigentlich nicht um die Internet-Tipps geht, sondern ich tatsächlich, hoppala, da ist das verrutscht, ich diesmal tatsächlich Tipps zeige, wie ihr euren PC etwas schneller machen könnt, aber Vorsicht, ich werde einiges zeigen in diesem Video, aber ihr müsst natürlich auch verstehen, dass ich nicht alles zeigen kann, weil das eher umfangreich ist. Deswegen, wenn jemand das genauer wissen will und vielleicht unter anderem auch Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne auf Skype bzw. dem TS-Kanal kontaktieren, den ich in die Beschreibung dieses Videos schreiben werde. Und natürlich auch unter Skype an der Geode gibt es zwei Kanäle mit genau dem gleichen Bild. Einfach beide anschreiben. Ist kein Problem, die gehören beide mir, aber von einem habe ich das Passwort vergessen. Deswegen einfach beide anschreiben. Und ich werde euch dabei helfen. Ich habe insgesamt schon 3 Personen geholfen. Vielleicht werde ich auch noch ein kleines Interview mit diesen 3 Personen führen, damit die auch Kontakt zu euch halten. Beziehungsweise euch erzählen können, ungefähr wie es geht. Und ja, zum Vergleich. Es geht nämlich darum, ich habe einige Personen kennengelernt, die Probleme mit ihrem PC hatten. Und zwar Leistungsprobleme. Denn sie haben gerne mal Minecraft gespielt. In diesem Fall in FeeDeBeast Infinity. Und da gab es viele Probleme, da manche Leute wirklich mit 30, 40 oder 60 FPS dahin gedümpelt sind. Ist zwar 60 FPS ist schon spielbar, aber das Problem ist natürlich, wenn man in ein Areal kommt, wo relativ viel los ist, viel passiert, dann geht die Framerate doch gerne mal so in den Keller unter 20, sage ich mal. Und das ist natürlich dann richtig ätzend. Und deswegen zeige ich jetzt mal ein bisschen, wie man das ungefähr macht. Wie gesagt, ich kann nicht alles zeigen, weil es ist einfach zu umfangreich. Aber ich werde es in etwa zeigen. Und zwar fangen wir an mit den Computerdiensten gleich. Allerdings erstmal jetzt hier noch was anderes. Und zwar, wenn ihr jetzt Antivirenprogramme habt. Das ist schon mal das erste große Problem. Denn es gibt Antivirenprogramme, die wirklich den Computer bzw. die Leistung des Computers einfach sowas von in den Keller ziehen. Das ist manchmal nicht in Worte zu fassen. Also wenn ihr unbedingt ein kostenloses Antivirenprogramm haben wollt, dann würde ich sagen, wenn es einfach nur so, Hauptsache ich habe eins. Wenn es wirklich nur darum geht, dann holt euch einfach Avira Antivir und schaltet so gut wie alles ab. Und wenn ihr euch eine Datei gezogen habt und seid nicht sicher, macht einfach Rechtsklick, Datei untersuchen. Das ist am besten. Aber wie gesagt, sonst alles abschalten, weil das ist ein wirklicher Leistungsfresser. Es gibt zum Beispiel Live-Modus, dass dann wirklich alles untersucht wird, was auf dem Rechner gerade passiert, und zwar in Echtzeit. Und dann könnt ihr euch vorstellen, so ein Antivirenprogramm, das zieht dann natürlich mal gerade so die Hälfte des PCs, also was an Leistung da ist. Ein Beispiel möchte ich mal kurz erwähnen, und zwar der Lukas, beziehungsweise Pixel Perfection heißt er bei mir auf dem TS und ich glaube auch im Spiel Minecraft. Der hat zum Beispiel das Problem gehabt, dass er 60 FPS hatte im Durchschnitt und wollte einfach nur mal so, hat mich kennengelernt, hat gesagt, ja, dann guck mal drüber, guck mal, was du machen kannst. Ich habe dem das Ding jetzt eingestellt und er ist von 60 FPS auf 160 FPS gekommen. Müsst ihr euch wirklich mal vorstellen, 160 FPS. Und der hatte zum Beispiel 2 Antivirenprogramme, einmal Norton und einmal irgendwas, ich glaube, AVGN oder sowas. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie es heißt. AVGN ist was anderes, Entschuldigung. Auf jeden Fall hat er 2 Antivirenprogramme gehabt, der hat ja jetzt beide runtergeschmissen, weil ich glaube, Norton, sind wir uns einig, ist so ziemlich der letzte Rotz und AVG gut, aber nicht unbedingt. Also deswegen hat er jetzt beide runter, ich habe die Dienste eingestellt, die kompletten, was ich euch jetzt auch gleich nochmal zeigen werde und habe natürlich die ganzen Startups weggehauen. Das hat sowas von dermaßen Leistung gezogen, dass, wie gesagt, er von 60 FPS, Minecraft FeeDeBeast wohlgemerkt, Modpack, 60 FPS, auf 160 FPS gekommen ist. Das ist schon ein ganz schöner Fortschritt und da kann man auch mal sehen, dass es nicht unbedingt an einem scheiß Rechner liegt, sondern dass unter Umständen auch die Software einfach für den Arsch ist. Und generell würde ich empfehlen, Windows 7 abwärts und Windows 8 bin ich mir nicht sicher, aber ab Windows 7 abwärts und Windows 7 inklusive einmal im Jahr Windows nachspielen. Würde ich wirklich empfehlen, weil die Registrie, die ist manchmal so weit von extrem vollgeschissen, da glaubt er mir gar nicht. So, wir werden jetzt beginnen mit einem ganz einfachen Programm. Mal gucken, ja, hier ist mein YouTube. Wir gehen jetzt mal kurz auf Google und da werden wir jetzt mal eingeben WinPatrol. Denn das ist ein sehr, sehr gutes Programm. Gibt es bei Chip, gibt es bei Computerbild, aber gibt es auch von WinPatrol. So,
Dieses Programm ist eigentlich nichts anderes als ein kleines Überwachungsprogramm. Okay, irgendwas zieht gerade im Hintergrund. Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht. Gehen wir nochmal zurück. WinPatrol Download. Ja, da sind wir richtig. Also den Download-Link werde ich auch nochmal in die Beschreibung hier schreiben. Ist aber relativ einfach. Und zwar dies hier, Version 33.5.2015.12. Aber ihr könnt euch einfach merken, so das Neueste. Also das Oberste, was da ist, einfach runterziehen, installieren und gut ist. Es ist zwar ein sehr unbekanntes Programm, zumindest in den, ich sag mal, Otto-Normalverbraucherkreisen, aber es ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich selbst hab's auch, und zwar hier, das ist WinPatrol, Scuddy, der kleine Hund, und Wuff, da ist er auch schon. Und hier können wir zum Beispiel sehen, in diesem Programm haben wir hier zum Beispiel Starter-Programme. Das heißt, Starter-Programme sind Programme, die, wenn ihr das Windows hochfährt, automatisch mit geöffnet werden. Also mit gestartet werden und dann auch im Hintergrund unter Umständen auch laufen. Vielleicht auch im Vordergrund, aber meistens im Hintergrund. So, man kann hier sehen, mein Startup ist sehr aufgeräumt. Ich habe einmal Realtek, das ist natürlich hier einmal mein Audioprogramm von Realtek. Dann haben wir hier einmal NV-Backend, das ist von Nvidia, meinem Grafiktreiber. Und einmal WinPatrol, das war's. Ich bin mir aber sicher, bei einigen von euch, wenn ihr das aufmacht, werdet ihr hier wesentlich mehr sehen. Es kommt natürlich darauf an, was ihr für einen PC habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, oder, nee, was ihr installiert habt, Entschuldigung, PC ist scheißegal, aber was ihr installiert habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt Kaspersky Ultra Pro gekauft für 3.000 € im Monat, was weiß ich übertreibe jetzt einfach mal, dann ist das natürlich auch hier aufgeführt und das sollte man dann natürlich dementsprechend nicht raushauen. Aber in der Regel hat man dann hier zum Beispiel so einen Scheiß wie Ask Toolbar oder Java Update Service und so einen Scheiß, das braucht man alles nicht. Ich meine, man kann selber einmal alle 2, 3 Monate ein Java-Update ziehen, dann braucht man nicht so einen Scheiß-Updater, der die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Genauso wie Adobe Flash Player Updater und so ein Scheiß. Und dann noch von Chrome und ach, was weiß ich noch alles. Und das kann man alles hier, remove und dann weg. Kann man alles raushauen, weil das braucht man nicht. Das ist einfach nur Unsinn. So, dann gehen wir weiter. Delayed Start. Das heißt, startet aber mit Verzögerung. Ihr seht, hier ist gar nichts bei mir drin. Aber in der Regel gibt es sehr, sehr viele Programme, die dann auch verzögert starten, um die Leistung des Computers nicht gerade am Anfang in den Keller zu treiben. Aber sie starten trotzdem, obwohl sie manchmal oder beziehungsweise fast immer bei Delayed Start unnötig sind. Die braucht man einfach nicht. Und daher auch hier alles löschen. Kurze Anmerkung, alles, was ihr hier löscht, wird nicht gelöscht, sondern die Software ist noch weiterhin da. Es wird einfach nur verhindert, dass die automatisch startet. Das ist alles. Aber sie bleibt da. So, Internet Explorer Helpers. Da sind wir jetzt in einem ganz speziellen Thema. Denn ich natürlich als Firefox-User muss wirklich sagen, Internet Explorer, igitt, würde ich niemals auch nur mit der Kneifzange anfassen. Sowas von unsicher, so viel Werbung, so viel Scheiße, keine Add-ons. Oder zumindest keine gute. Also, bei allem, was lieb ist, nutzt bitte nicht den Internet Explorer. Und wenn ihr den tatsächlich nicht nutzt, dann könnt ihr alles, was hier steht, alles, wirklich alles, restlos alles, könnt ihr removen. Das braucht ihr nicht. Weil wenn ihr sowieso Firefox oder Chrome nutzt, dann ist, das spielt keine Rolle. Braucht ihr nicht. Und deswegen alles weg, was hier ist. Wie gesagt, wird nicht gelöscht, ist halt einfach nur daran gehindert, dass es automatisch startet. Dann haben wir hier Shredded Task. Das ist das, was momentan läuft an Programmen an sich, glaube ich zumindest. Okay, alles klar. Sehe ich jetzt gar keine. Kann natürlich sein, dass ich, obwohl ich doch schon ein paar offen habe. Okay, das lassen wir mal dahingestellt. Jetzt haben wir hier noch Services. Services sind jetzt eigentlich Dienste. Und hier habe ich auch mal was stehen lassen. Denn wir sehen hier zum Beispiel, hoppala, Adobe Update Service. Braucht keine Sau. Können wir Rechtsklick und dann Delete and Reboot. Ist zwar ein bisschen blöd, dass man jedes Mal rebooten muss, aber man kann die Reihe komplett durchgehen. Hier zum Beispiel, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Ja, kann man lassen, muss man aber nicht. Experience kommt darauf an, wenn ihr das nutzt, zum Beispiel mit Shadowplay, kann man es lassen, braucht man aber eigentlich auch nicht. Was man hier von dem ganzen Schrott eigentlich braucht, ist der Nvidia Display Driver. Wenn man Hamachi nutzt, Hamachi und das war's. Alles andere könnte rein theoretisch weg. Man sieht auch hier, es ist alles gestoppt, außer der Nvidia Display Driver, der ist das Einzige, was läuft, und zwar automatisch. Alles andere habe ich nämlich manuell deaktiviert, weil es war mir so blöd, jedes Mal hier Delete, File and Reboot.
Ich wollte nicht jedes Mal neu starten, für die Scheiße loszuwerden. Deswegen habe ich das manuell deaktiviert. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie es geht. Ah, hier sind die Aktiv-Tasks. Genau. Alles klar. Flashplay. Ah, gut, ich habe gerade Video offen. Ist klar. Okay, so, dann gehen wir jetzt mal auf. Also ihr findet das so unter Windows 7, unter Windows 8 glaube ich auch. Ich habe das mit jemandem durchgemacht, der Windows 8 hatte, und ich glaube, es war sehr ähnlich, glaube ich. Aber ihr könnt es ja selber gucken, wenn Fragen da sind oder sowas, einfach in Chat oder Videobeschreibung einfach Kommentare da lassen oder sonst was, oder halt auf eben TS.com. So, hier geht er zum Beispiel auf eure C, ja, die ist jetzt fast voll. Touché, passiert manchmal. Ihr müsst auf eure C, beziehungsweise da, wo das OS, beziehungsweise Windows gespeichert ist. Euer Betriebssystem müsst. Was erzähle ich hier für Mist? Ich war jetzt gerade einen ganz anderen Film. Oha, das war ein peinlicher Exit. Entschuldigung, vergesst das Ganze mit C. Wir müssen woanders hin. Und zwar Systemsteuerung. Jawohl, Systemsteuerung. Und da hat man hier Verwaltung. Und die Verwaltung beinhaltet alles, was eurem PC angeht, wie das Ganze gemanagt wird. Dann haben wir hier jetzt zum Beispiel Dienste. Da müsst ihr jetzt rein. So, dann werden die Dienste geöffnet. Dann könnt ihr hier zum Beispiel auseinanderziehen und seht dann hier die ganzen Dienste, wie die heißen. Dann habt ihr hier noch Beschreibung und da habt ihr hier, ob sie gestartet sind oder nicht und wie sie laufen, manuell deaktiviert oder automatisch. Und hier könnt ihr alles durchgehen. Wenn ihr ein bisschen Ahnung habt, könnt ihr alles durchgehen und auch wirklich die Leistung aus dem Computer rausholen. Wir haben zum Beispiel hier Adobe Update Service, wie eben schon bei WinPatrol gezeigt. Ist bei mir deaktiviert und zwar macht ihr das ganz einfach. Hoppala. Ihr macht Rechtsklick, Eigenschaften und dann könnt ihr hier auswählen zwischen automatisch verzögert Start, also Delayed Start, automatisch, manuell oder deaktivieren. Könnt ihr auswählen. So, ihr werdet dann natürlich deaktivieren drücken, übernehmen und dann hier auf Beenden, falls der Dienst gerade läuft. Jetzt läuft er natürlich nicht, deswegen kann ich ihn auch nicht beenden und starten auch nicht, weil ich ihn deaktiviert habe. Aber ihr könnt den dann hier beenden und dann wird er beendet. Und das macht ihr mit vielen Diensten. Jetzt ist natürlich hier sehr schwierig für den Otto-Normalverbraucher etwas rauszusuchen, was er nicht braucht. Aber zum Beispiel hier, klassisches Beispiel, Druckerwarteschlange, gestartet, automatisch. So, jetzt müsst ihr euch überlegen, hängt an eurem Computer gerade ein Drucker dran? Wenn ja, anlassen. Wenn nicht, dann könnt ihr ganz einfach Rechtsklick, jetzt haben wir auch das Beispiel mal, hier steht automatisch, geht auf deaktivieren, übernehmen und dann beenden. So, jetzt wird der Dienst beendet. Okay, ist jetzt beendet und auf deaktiviert. Wie gesagt, nur wenn ihr keinen Drucker habt und auch nicht benutzt. So, das ist jetzt natürlich nur ein sehr kleines Beispiel. Die Druckerwarteschlange an sich frisst nicht so sonderlich viel Leistung, aber es kommt auf die Masse an. Und daher ist das halt sehr wichtig, dass ihr alles, was ihr nicht braucht, beziehungsweise einfach unnötig ist, einfach rauswirft. Wir haben jetzt hier mehrere Sachen. Fax bräuchte ich rein theoretisch auch nicht, steht aber auch auf manuell. Also brauche ich nicht deaktivieren und so gibt es hier einige Dienste, die man einfach nicht braucht und direkt rauswerfen kann. Ja genau, hier haben wir zum Beispiel Experience, okay, die ist deaktiviert. Der Display Driver ist das einzige, was aktiviert ist. So sollte das in der Regel auch aussehen. Dass ihr seht, die Sachen sind zwar immer noch da, aber sie laufen nicht. Das ist natürlich auch vor allem hier bei Streamer-Service oder Network-Service. Das sind alles solche Sachen, die natürlich auch aufs Netzwerk gehen. Wenn ihr sowieso schon eine schlechte Internetleitung habt und dann 20.000 Updater im Hintergrund laufen, ist klar, da bleibt nicht mehr viel für euch übrig. Deswegen gucken, was hier ist. Und in der Regel überall, wo Update oder Updater steht, könnt ihr eigentlich alle Dienste deaktivieren. Weil es braucht kein Schwein-Updater. Es sei denn, ihr habt irgendein Programm, ein spezielles Programm, wo ihr immer auf dem Laufenden sein müsst, dann könnt ihr das natürlich machen. So, Sicherheitscenter ist bei mir auch deaktiviert, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Denn in der Regel brauche ich keine Antivirensoftware und auch kein Sicherheitscenter, keine Firewall und nichts, weil ich selber weiß, wie ich im Internet surfen muss, ohne mir was zu ziehen. Und ich erkenne Viren schon von Weitem, ohne dass ich die überhaupt runtergeladen habe. So, ihr seht auch hier, mein Sicherheitscenter hat eine wichtige Meldung. Aber es interessiert mich nicht, weil ich brauche die Scheiße nicht. Ich bin etwas klüger als Microsoft, Entschuldigung. So, Telefonie braucht man in der Regel auch nicht, aber ist halt manuell dabei. Virtuelle Datenträger, Volumen-Schattenkopie, das ist ein sehr gutes Beispiel. Denn eine Volumen-Schattenkopie, wenn ich mich recht entsinne,
Hat das was mit dem Windows-Wiederherstellungspunkt zu tun? Ein Windows-Wiederherstellungspunkt ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein großes neues Softwarepaket installiert oder sagen wir mal ein Windows-Update macht oder sonst irgendwas. Und dann erstellt in der Regel Windows einen Wiederherstellungspunkt, der euch ermöglicht später, wenn ihr das Update installiert habt und irgendetwas nicht mehr funktioniert, ein Rollback zu machen, sodass ihr wieder auf der ursprünglichen Version seid, ohne das Update, ohne das Windows komplett zu löschen und neu zu installieren, also die Festplatte formatieren. Kann man haben, muss man aber nicht. Und die Volumenschattenkopie zieht natürlich auch einiges an Speicher. Muss man schon sagen, ein paar Gigabyte kommen da zusammen. Gut, dass ich es gerade gesehen habe, deswegen gleich mal weg. So, Windows Updates, natürlich auch bei mir deaktiviert. Denn, möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber Updates wären bei mir nicht so unbedingt sinnvoll. Das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sage. So, Ereignisprotokoll, Firewall. Firewall ist natürlich auch deaktiviert, wie gesagt, ich brauche keine. Windows Sicherung, auch so ein Scheiß, hat auch mit, ich glaube, Wiederherstellungspunkt zu tun. Weg. Brauchen wir nicht. Ja, Zertifikat, alles klar. Okay, das war's soweit bei mir. Bei mir gibt's auch nicht so wirklich viel zu meckern, da ich wirklich meinen PC sehr, sehr aufgeräumt halte. Abgesehen von meinem Desktop, der ist in der Regel zugebombt. Ich habe jetzt extra... Weg. Ich habe jetzt extra hier einen Desktop-Ordner gemacht mit dem ganzen Schranz, den ich normalerweise auf dem Desktop habe, weil der einfach voll war und ich wollte ein bisschen was Leeres zeigen. Deswegen habe ich so das Wichtigste einfach mal da reingepackt. So viel zum Thema ordentlicher PC, aber ansonsten die Dienste halte ich mir wirklich sehr, sehr sauber. Wie gesagt, wenn einer von euch Hilfe braucht, kann er mir auch gerne schreiben oder wie gesagt mich kontaktieren auf TS oder so. Ach ja, genau, wichtiges Beispiel nochmal für Dienste, die ihr nicht braucht. Sowas hier zum Beispiel, Adobe Update Service, ein Dienst, wo keine Beschreibung drin steht, ist in der Regel auch nicht von Microsoft oder nicht von Windows. Ihr seht nämlich, hier ist überall, okay, hier ist auch wieder nichts. Okay, das ist Hamachi, gehört auch nicht zu Microsoft. So, und überall anders ist eine Beschreibung dabei. Nur bei den Sachen, die nicht zu Windows gehören, ist keine Beschreibung dabei. So könnt ihr zum Beispiel sehr, sehr einfach erkennen, was dazugehört, was nicht. Natürlich gibt es auch Dienste von anderen Programmen, die dann auch eine Beschreibung haben. Die ist aber dann meistens auf Englisch. Ihr seht, alles andere ist auf Deutsch, aber so könnt ihr das schon mal schemenhaft erkennen. Des Weiteren ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, was ihr für Software installiert habt. Ich habe ja eben schon mal gesprochen von... Ich habe ja eben schon mal gesprochen von Antivirenprogramme. Entschuldigung. Antivirenprogramme in der Regel... Manche brauchen es, manche nicht, aber ich sag's mal so, wenn ihr etwas runterlädt, jetzt zum Beispiel mit uTorrent, sehr bekanntes Programm. Wenn ihr damit jetzt was runterlädt, ein Spiel oder sonst irgendwas, ein Programm, und führt das dann aus und denkt, es ist sicher. Und ihr habt ein Antivirenprogramm und das Antivirenprogramm ploppt auf und sagt, ja Vorsicht, hier ist was gefährlich. Und du als User klickst dann einfach auf Ignorieren, weil du das Programm jetzt unbedingt haben willst oder das Spiel. Dann bringt auch das beste Antivirenprogramm nichts, weil ihr habt dem Antivirenprogramm gesagt, es soll die Fresse halten. Also unnötig, wenn ihr denn wirklich dann so vorgeht, anstatt vorher die Datei wirklich untersuchen zu lassen von Antivir und falls das was meldet, dann auch löscht, wenn ihr das eben nicht macht oder überhaupt nicht darauf reagiert, braucht ihr auch keins, dann könnt ihr es auch gleich löschen. So, und ansonsten sieht man hier, habe ich eigentlich, ja, eigentlich auch nur Zeug, dass ich wirklich, was heißt hier brauche, also nicht unbedingt brauche, aber was ich halt gerne habe. Ich habe zum Beispiel hier von Adobe habe ich mal Sachen installiert, 4K-Video-Downloader, YouTube. Das ist mein USB 3.0. AVDMUX, Batch-Converter, das ist MediaPlayer Classics, sehr gutes Programm, CPU-ID. Mein Überwachungssystem für meine Sicherheitskamera, die ich vorm Haus habe und so weiter und so weiter und so weiter. Und man sieht, hier ist eigentlich nichts dabei, was man nicht... Ja gut, NoIP, das kennen jetzt wahrscheinlich die wenigsten von euch. Ist aber mehr eine Online-Server-Geschichte. Und das war's auch schon. Da sind wir auch schon durch. Und hier die ganzen Screaming Bee, das ist alles von einem Soundpack. Das ist von Morphvox Pro. Genau, Screaming Bee. Das ist nämlich alles, was dazugehört. Und das ist leider sehr, sehr viel. Deswegen sieht das so viel aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal auf draufklicke, seht ihr hier von da bis da ist alles nur Morphvox Pro. Also eigentlich wäre der gar nicht so zugeknallt. Hier ist natürlich ein paar Mal Nvidia, hier ist ein paar Mal Microsoft und da ist ein paar Mal Adobe.
Wie gesagt, das muss man individuell entscheiden, was man hier runter oder drauf wirft. Aber wie gesagt, dadurch könnte einiges an Leistung, den kann ich eigentlich mal rauswerfen, dadurch könnte einiges an Leistung einsparen und dann läuft das Ganze auch wesentlich besser. Ein Tipp habe ich noch, insbesondere wenn es um Feed the Beast Infinity gibt, denn es gibt bei Feed the Beast kann man auch Optifine mit reinknallen. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch, die Minecraft zocken. Geht auch bei Feed the Beast. Falls gewünscht, würde ich es auch gerne nochmal erklären. Und wenn man das denn hat, die meisten von euch haben ja nicht wirklich jetzt noch so ein, ich sag mal, Single-Core aus Pentium 4 Zeiten, gibt es eine Funktion, die sehr hilfreich sein könnte, und zwar hier Chunk Loading Multicore. Ja, es gibt nämlich Default, Smooth und Multicore. Und das ist sehr hilfreich für dreimal schnellere Build Loading, ja genau. Das ist sehr hilfreich für PCs, die, ich sag mal, ab 4 Kernen aufwärts, also ich glaube, Dual-Core kriegt man auch selber geschissen mit Minecraft, aber ab Quad-Core wird es kritisch. Und ich natürlich mit meinem 8-Kerner muss man schon drauf achten, dass es auch wirklich auf allen Kernen läuft. Und deswegen Multicore ist eine richtig geile Sache. Und dann läuft das Ganze auch ein bisschen schneller. Sehr viel schneller sogar. So, und ich denke, das war's mal wieder von meinen Internet-Tipps. Wie gesagt, diesbezüglich jetzt heute ausnahmsweise wirklich mal für den PC an sich ohne Internet. Obwohl die automatischen Updates kann man, glaube ich, dazu zählen. Und wie gesagt, wenn jemand Fragen hat oder nicht weiß, wie es geht oder sogar Hilfe braucht, ich habe das, wie gesagt, mit drei anderen auch gemacht. Per Skype-Bildschirmübertragung habe ich denen erklärt, wo sie hin müssen, was sie machen müssen. Und vielen, vielen hat es geholfen. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich nochmal an dieser Stelle und wir sehen uns zum nächsten Mal, beim nächsten Mal noch wieder. Ich denke, das nächste Mal wird wieder ein Update vom Server sein und danach wird auf jeden Fall nochmal ein Upgrade-Video hier kommen von Internet-Tipps. So, und deswegen sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Arm der Giode.